verschiedensten Staaten scheint die Sonne so häufig und so stark. Dieses tropische Wetter zieht aber nicht nur Touristen an. Auch die NASA hat Kauai ausgewählt, um dort ein einmaliges Flugzeug zu testen. Bei einer Spannweite von fast 30 Metern wiegt es nicht einmal 230 Kilogramm. Es besteht fast nur aus Tragflächen, die über und über mit Solarzellen bestückt sind. Das Flugzeug trägt den Namen Pathfinder und ist das Kernstück des ambitionierten NASA-Projekts ERAST, Environmental Research Aircraft and Sensor Technology. Bei diesem Projekt wird der Einsatz von besonders langsam und hochfliegenden Maschinen getestet, um Veränderungen der Atmosphäre und der Erdoberfläche über lange Zeiträume zu beobachten. Die Pathfinder ist ein unbemanntes Flugzeug. Die gesamte Route des Fliegers wird zwar von Menschen geplant, aber von einem Computer gesteuert. Der erste Test mit der Pathfinder fand Ende 1995 statt. Den folgenden Sommer verbrachte das Flugzeug für weitere Verbesserungen in einer Spezialabteilung der NASA auf der Edwards Air Force Base. Im April 1997 traf es dann auf Hawaii ein. Dort wollten die Ingenieure die Pathfinder an ihre Grenzen führen, sowohl was Flughöhe als auch Flugdauer anging. Der nächste Schritt im ERAS-Projekt ist der Bau eines solarbetriebenen Giganten namens Centurion. Über 60 Meter werden die Flügel von Centurion messen und mit einem dichten Netz von Solarzellen und elektronischen Energiespeichern bedeckt sein. Tagsüber werden die Solarzellen mit Hilfe des Sonnenlichts die Motoren antreiben und gleichzeitig die Energiespeicher auffüllen. Nachts übernehmen dann die Batterien diese Aufgabe. Mit einem Flugzeug, das mit Hilfe der Sonne monatelang ohne Zwischenlandungen fliegen kann, wird ein lang gehegter Traum von Ingenieuren und Erfindern wahr. Sonnenenergie für extreme Langstreckenflüge zu nutzen, bietet sich geradezu an. Solange das Flugzeug über der Wolkendecke bleibt, hat es immer eine saubere und zuverlässige Energiequelle und kann im Tageslicht Luft tanken. Vor nicht allzu langer Zeit waren die Wissenschaftler jedoch noch auf der Suche nach einer ganz anderen Energiequelle für Weitstreckenflüge. Das war zur Zeit des Kalten Krieges in Amerika. Das Land hatte panische Angst vor der roten Gefahr und das Militär war entschlossen, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um neuere, noch mächtigere Waffen zu entwickeln. Eine dieser Möglichkeiten war das atombetriebene Flugzeug. Ein solcher Jet könnte praktisch ewig fliegen. Wie ein Gespenst könnte es sich unablässig am Rand des sowjetischen Luftraums entlangschleichen, um bei Kriegsbeginn angriffsbereit zu sein. Ein Heer von Wissenschaftlern und Ingenieuren arbeitete fast zwei Jahrzehnte, um einen derartigen Bomber zu entwickeln. Für einige war die Idee ein verrückter Traum. Für andere war sie ihrer Zeit weit voraus. Aber alle waren sich einig, dass es sich um eines der ambitioniertesten wissenschaftlichen Projekte aller Zeiten handelte. Die Idee atombetriebener Flugzeuge hat ihren Ursprung im Manhattan-Projekt, bei dem während des Zweiten Weltkriegs fieberhaft an der Entwicklung der ersten Atombombe gearbeitet wurde. Einer der Wissenschaftler des Manhattan-Projekts war der Physiker Enrico Fermi. Schon 1942 zog Fermi den Einsatz von Atomkraft als Flugzeugantrieb in Erwägung. Es blieb jedoch nur bei dieser vagen formulierten Idee. An allen Fronten herrschte Krieg und deutsche Wissenschaftler hatten die Kernspaltung bereits durchgeführt. Amerika wollte unter allen Umständen das erste Land sein, das die Bombe testete. Aber noch wichtiger war es Amerika, die Bombe als erste einzusetzen. Im Juli 1945 war es soweit. Über der Wüste von Neumexiko dämmerte das atomare Zeitalter. Amerika hielt nun die Trumpfkarte in der Hand. Am Ende dieses Sommers war die neue Waffe mit ihrer ungeheuren Zerstörungskraft bereits zweimal auf Japan abgeworfen worden. Noch während der Atomtests ging der Krieg zu Ende. Oak Bridge in Tennessee, Atomhauptstadt der Welt, Heimat des Manhattan-Projekts, Geburtsstätte der Atombombe und ein Ort, an dem 50.000 Menschen das größte Geheimnis des Krieges bewahrten.
Auf diesem gut 4 Quadratkilometer großen Gelände wurde das Fundament für ein neues Zeitalter gelegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus der Atomhysterie sehr schnell die Atommanie. Eine sorglose Euphorie, die von den scheinbar unendlichen Nutzungsmöglichkeiten der Atomenergie genährt wurde. Das Atom war plötzlich ein Freund und nicht mehr ein Feind. Das Aufspalten der Atome sollte von nun an die Medizin revolutionieren und außerdem Autos, Züge, ja sogar Schiffe antreiben. In der Nachkriegsära besann man sich wieder auf Enrico Fermis Idee. Das atombetriebene Flugzeug schien zum Greifen nah. Oder etwa doch nicht? Sofort nach dem Krieg bildete Präsident Truman ein Expertenkomitee aus Wissenschaftlern. Den Vorsitz hatte der wissenschaftliche Berater des Weißen Hauses, Vannevar Bush. Alle Mitglieder sind sich einig, dass es in Friedenszeiten bedeutsame Verwendungszwecke für Atomenergie geben sollte. Antriebsmaschinen für Autos und Flugzeuge scheinen noch technisch unmöglich zu sein. Für große Schiffe und feststehende Anlagen jedoch können bei ausreichender Zeit und Energie atomare Antriebsmaschinen entwickelt werden. Die Prognose des wissenschaftlichen Beraters war prophetisch, aber sie konnte den aufblühenden Optimismus bezüglich der Atomenergie kaum dämpfen. Besonders beim Militär nicht. Immerhin hatte man im Manhattan-Projekt nur 3,5 Jahre gebraucht, um aus dem Nichts eine Atombombe zu bauen. Atombetriebene Flugzeuge sollten der nächste Schritt sein. Dieser Meinung waren auch viele Kongressabgeordnete. 1948 wurden Mittel zur Gründung des NEPA freigestellt, dem Nuclear Energy Propulsion for Aircraft Project. NEPA sollte gemeinsam von der Atomenergiekommission und der Fairchild Corporation gemanagt werden. Die Verantwortlichen des Projekts schlugen ihr Lager in einem kleinen Schuppen hinter der Bibliothek der Atomenergiekommission in Oak Ridge, Tennessee auf. Die NEPA fing bescheiden an, wurde allerdings nicht nur wohlwollend betrachtet. Ein früher und besonders einflussreicher Kritiker des Projekts war Robert Oppenheimer. Der sogenannte Vater der Atombombe glaubte, dass ein atombetriebenes Flugzeug unmöglich zu realisieren sei. Er warnte jüngere Kollegen, ihren Ruf nicht durch ein Projekt zu ruinieren, das von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Aber das Projekt bekam 1948 unerwarteten Schub durch einen Bericht, der vom Technischen Institut in Massachusetts veröffentlicht wurde. In ihm stand, dass ein atombetriebenes Flugzeug mit genügend Zeit und Geld sehr wohl zu entwickeln sei. Mit dem Aufkommen des Kalten Krieges war das Klima zudem günstig, beides in großen Mengen zur Verfügung zu stellen. 1951 nahm das NEPA-Projekt die nächste Hürde. Die führenden Offiziere der Streitkräfte bestätigten die militärische Notwendigkeit eines atombetriebenen Flugzeugs. General Electric bekam von der Regierung den Auftrag, das Kraftpaket für die Air Force zu bauen. Sie sollten einen Luftstromatomreaktor mit Turbinenluftstrahltriebwerken entwickeln. Jetzt fehlte nur noch das passende Flugzeug. Schon sehr früh wurde beschlossen, dass es egal war, wie das Flugzeug aussah, nur groß genug sollte es sein. Um den schweren Reaktor mit seiner Flüssigmetallkühlung, der dazugehörigen Technik und der aufwendigen Bleiabschirmung vom Boden zu bekommen, musste es ein riesiger Bomber sein. Bei Convair in Fort Worth, Texas, gab es reichlich Auswahl. Zu Beginn des Kalten Krieges war die riesige B-36 der Herkules der strategischen Luftstreitkräfte. Sie gehörte zu den größten Bombern, die je gebaut wurden. Convair unterbreitete der Air Force ein Angebot für eine Zusammenarbeit. Das neue Flugzeug bekam die Bezeichnung X-6. Das X stand dabei für experimentell. Convairs X-6 war eine modifizierte B-36. Die Hauptunterschiede lagen bei der Nase und im unteren Rumpf. Das Herz der X-6 war das nukleare Kraftpaket mit seinen 4 Düsentriebwerken. Diese von Convair-Ingenieuren entwickelten Modelle zeigen das Ein- und Ausladen der atomaren Antriebseinheit. Der Reaktor befand sich in einem abgeschirmten Schacht, der mit einer dicken Zementluke verschlossen wurde. Anschließend wurde die Maschine über die Luke gezogen, bis sich der Bombenschacht genau über dem Reaktor befand.
Um eine präzise Positionierung zu ermöglichen, kamen die Räder auf einem verstellbaren Drehsystem zum Stehen. Dann wurde die Betonluke geöffnet und der Reaktor in den Rumpf gehoben. Nach diesem Vorgang war die X6 startbereit. Die Air Force verlangte, dass der Antrieb 1954 testfähig zu sein hatte, denn nur 2 Jahre später sollte die X6 bereits fliegen. Für die Tests wurde außerdem eine weitere B-36 modifiziert. Sie sollte einen Reaktor lediglich transportieren und dabei die Strahlenbelastung im Inneren und Äußeren des Flugzeugs messen. Im Juli 1952 genehmigte die Air Force die Konstruktion eines Testflugzeugs. Für die Modifizierung wurde eine B-36 ausgewählt, die in der Carswell Air Force Base von einem Tornado beschädigt worden war. Zuerst wurde die Nase entfernt, um Platz für eine neue Mannschaftskapsel zu schaffen. Sie war eigens entwickelt worden, um die Crew vor der Strahlenbelastung zu schützen. Die neue 12 Tonnen schwere Nase war praktisch ein fliegender Atombunker. Die Wände waren mit Blei verstärkt und die Frontscheibe hatte eine Dicke von 25 cm. Im Innern war Platz für 5 Personen, 2 Piloten, ein Flugingenieur und 2 Nuklearingenieure für die Überwachung des Reaktors. Die Bleiversiegelung schirmte die Pilotenkanzel vor der Strahlung ab, doch als Schutz für das gesamte Flugzeug reichte sie nicht aus. Bevor die X6 abhob, wollten die Air Force und Convair sichergehen, dass auch das Flugzeug selbst der Strahlenbelastung standhalten konnte. Dick Adams, Mitarbeiter der Convair und Mitkonstrukteur einer atombetriebenen B-36, erinnert sich. Wir hatten eine umfassende Fertigungseinrichtung für ein atombetriebenes Flugzeug aufgebaut. Das hatte vor uns noch keiner getan. Niemand hatte sich auch nur eine Vorstellung davon gemacht, was alles für diese Aufgabe notwendig war. Von einer Tatsache waren jedoch alle Beteiligten überzeugt. Die ganze Operation musste unter strengster Geheimhaltung ablaufen. Es war mittlerweile bekannt geworden, dass die Sowjets das Manhattan-Projekt seinerzeit erfolgreich unterwandert hatten. Durch die Verhärtung der Fronten musste man davon ausgehen, dass sich der Ostblock für die Vorgänge bei Convair ebenfalls interessieren würde. 1955 arbeitete das Atomforschungslabor bei Convair bereits auf Hochtouren. Am Anfang stand eine Reihe von Experimenten, um herauszufinden, wie die Strahlenbelastung die verschiedenen Flugzeugteile in Mitleidenschaft ziehen würde. Man musste unbedingt sicherstellen, dass der Reaktor keinen Systemfehler auslösen würde, wenn sich das Flugzeug erst einmal in der Luft befand. Den Test, der mit einem Atomreaktor an Bord vollzogen wurde, nannte man einen heißen Flug. Um die Bedingungen während eines heißen Flugs zu simulieren, wurden verschiedene Anlagen einer Strahlendosis ausgesetzt. Unter anderem ein Triebwerk, eine Klimaanlage und eine Fernsehkamera. Eine große Schwachstelle waren die hermetisch verschlossenen Kondensatorgehäuse, die sich bereits bei einer schwachen Strahlenbelastung ausdehnten. Ein weiteres Problem stellten die Halbleiter dar, die schon bei relativ geringen Dosen versagten. Die umgebaute B-36 wurde zunächst in der Carswell Air Force Base in Fort Worth auf Flugtauglichkeit geprüft. Die mittlerweile NB-36 genannte Maschine wurde einer Reihe schneller Tests unterzogen, um das Flugverhalten mit der schweren Pilotenkanzel zu prüfen. Die NB-36 war allerdings nie für einen Atomantrieb konzipiert gewesen. Sie sollte nur die Auswirkungen der Strahlung während des Fluges und die Abschirmung der Mannschaftskabine testen. Die X6, das Flugzeug, das mit Atomkraft fliegen sollte, ist nie realisiert worden. Wegen immenser technischer Schwierigkeiten und der ständig steigenden Kosten wurde das X6-Projekt gestoppt, bevor es überhaupt zur Realisierung kam. Währenddessen lief das NB-36-Projekt jedoch weiter. Viele Planer der Air Force hielten immer noch an der Idee eines atombetriebenen Flugzeugs fest. Aber um zu sehen, wie realistisch diese Hoffnungen waren, wollten sie zunächst die Ergebnisse von Convairs Testprogramm abwarten. Die Testflüge wurden von Convair-Piloten durchgeführt. Der Texaner Fred Patty war einer von ihnen. Ein paar Monate vor Testbeginn
hörte ich das erste Mal von der NB-36. Das Projekt unterlag strengster Geheimhaltung und ich hatte erst gar nichts damit zu tun. Daher wusste ich auch nichts Genaues. Aber Geheimprojekte waren für Patty nichts Neues. Er hatte vor kurzem eine ebenso einmalige B-36 geflogen. Das Projekt nannte sich Falcon. Es handelte sich dabei um den Plan für einen fliegenden Flugzeugträger. Eine modifizierte B-36 bringt ein kleines Aufklärungsflugzeug an den Rand eines feindlichen Luftraums und setzt es dort ab. Während der Pilot des Aufklärers seine Mission erfüllt, kreist das Mutterschiff in einer Schleife und wartet auf seine Rückkehr. Anschließend klingt der Pilot die Maschine wieder bei dem Mutterschiff ein und fliegt mit ihm zurück. In gewisser Weise arbeitete das Atomflugzeugprogramm auf dasselbe Ziel hin wie Falcon. In beiden Projekten ging es darum, große Entfernungen zu überbrücken und tief in sowjetisches Territorium einzudringen. Im September 1955 war die NB-36 bereit, ihre heißen Flüge zu absolvieren. Der 1-Megawatt-Reaktor wurde in einer verschlossenen Betongrube am Rand der Basis aufbewahrt. Wassertanks um den Reaktor schirmten ihn ab. Während des Fluges konnten die Ingenieure die Wassermenge um den Kern herum erhöhen oder verringern, um verschiedene Level der Strahlenbelastung zu testen. War der Reaktor einsatzbereit, wurde er von einem großen Kran zu einer Ladegrube transportiert. Der Kran arbeitete mit einem ferngesteuerten Haken, der von einem bleigeschützten Führerhaus aus bedient wurde. Vor Eintreffen des Flugzeugs wurde der Reaktor in die Grube gehoben. Die NB-36 hatte ein Luftkühlungssystem im vorderen Rumpf, um die Hitze abzuschwächen. Der modifizierte hintere Bombenschacht verfügte über eine spezielle Halterung, um den Reaktor darin ferngesteuert zu installieren. Eine 10 cm dicke und 5 Tonnen schwere Bleiwand wurde als weiterer Schutz für die Crew ins vordere Ende des Bombenschachts eingebaut. War der Reaktor an der richtigen Stelle platziert, wurde die NB-36 über der Ladegrube in Position gezogen. Die Operation wurde von einem Schutzraum in der Nähe der Ladegrube ferngesteuert. Der Ladevorgang dauerte durchschnittlich 20 Minuten. Dabei wurde der Reaktor mittels Sonden auf das Flugzeug ausgerichtet. Sie steuerten den hydraulischen Lift, indem sie ständig die Positionen von Flugzeug und Reaktor ausmaßen. Nach Abschluss des Ladevorganges erschien die Crew. Die Männer, die die NB-36 flogen, waren sich über die Besonderheit ihrer Aufgabe im Klaren. Sie wussten, dass nicht nur das Flugzeug getestet wurde, sondern dass auch sie Teil des Experiments waren. Obwohl man verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen hatte, um sie vor der Strahlung zu schützen, war die Effektivität des Schutzschildes doch ungewiss. Aber die meisten der Männer akzeptierten dieses Risiko als Teil ihres Jobs. Einer der Piloten drückte es so aus: Wer den Ingenieuren nicht traut, sollte kein Testpilot werden. Flugingenieur George McHackern wurde ausgesucht, beim Jungfernflug der NB-36 dabei zu sein. Wir stiegen durch den Fahrwerksschacht in das Flugzeug ein. Zu der Pilotenkanzel gab es eine extra Tür am Boden der Kabine, die mit ungefähr 20 cm Blei verstärkt war. Beim Schließen der schweren Bleitür überkamen die meisten Crewmitglieder ein Gefühl der Isolation. Als die Tür zu war, überkam einen ein merkwürdiges Gefühl. Es war totenstill. Wenn die Luken dieses Flugzeuges geschlossen waren, konnte man keinen Laut mehr hören. Beim ersten Mal war das wirklich unheimlich. Unter der Last des dicken Bleischutzschildes bewegte sich die NB-36 mit der Kraft von 6 Kolben und 4 Düsenmotoren nur langsam vorwärts. Mit einem fast 16 Tonnen schweren Reaktor im Heck war die NB-36 das schwerste Flugzeug, das je von Convair-Testpiloten geflogen wurde. Mit einem so schwerfälligen Start hatte man gerechnet. Die größte Überraschung jedoch war die totale Stille. Wenn man die Motoren anließ und mit dem Take-off begann, hörte man nichts. Selbst bei maximaler Leistung von 6 Kolbenmotoren und 4 Düsentriebwerken, die vollen Schub lieferten, hörte man keinen Laut.
Es gibt einem immer ein sicheres Gefühl, wenn man beim Durchstarten auch ein bisschen vom Dröhnen der Maschinen hört. Aber hier gab man Vollgas und hörte nichts. Den beiden zusätzlichen Nukleartechnikern blieb in dem kleinen bleigeschützten Cockpit kaum Platz, um sich zu bewegen. Die Stille hatte auch ihre Vorteile. Man konnte sich besser konzentrieren. Es ließ sich auch ohne Gegensprechanlage gut miteinander reden. Normalerweise ist es in der B-36 ziemlich laut, aber hier drin war es sehr ruhig und die Verständigung unter den Crewmitgliedern war überhaupt kein Problem. Die NB-36 flog immer dieselbe Route. Nachdem sie von der Carswell Air Force Base außerhalb von Fort Worth gestartet war, flog die Crew innerhalb eines 16 Kilometer breiten Korridors Richtung Westen. Es war der Mannschaft strengstens untersagt, bis Neumexiko von der Flugbahn abzuweichen. Über der Einöde der Wüste brachte die Crew das Flugzeug in eine rechteckige Flugschleife. Dort begann die heiße Phase des Fluges. Hinten in der abgeschirmten Pilotenkanzel saßen die Nukleartechniker. Sie starteten den Reaktor, indem die Steuerstäbe von den Brennstäben entfernt wurden. Wenn die gewünschte Leistungseinstellung erreicht war, stabilisierten die Ingenieure den Reaktor und begannen mit der Aufzeichnung der Strahlung im gesamten Flugzeug. Aber die Forscher machten sich nicht nur um das Innere des Flugzeugs Gedanken. Auch außerhalb trat radioaktive Strahlung auf. Für die Sammlung dieser Messwerte war ein Begleitflugzeug zuständig. Eine B-50, die ebenfalls mit einer starken Bleiabschirmung versehen war, führte Geigerzähler mit sich, um die Strahlung im Luftraum zu untersuchen. Die Piloten der B-50 flogen in verschiedenen Positionen hinter der massiven NB-36 her, um genau festzustellen, wo Radioaktivität austrat. Jeder heiße Flug wurde außerdem von einem Zug der Marine-Luftlandetruppen in einer C-119 begleitet. Die Soldaten hatten die gefährlichste Aufgabe des ganzen Projekts. Bei einem Unfall mussten sie per Fallschirm über der Wüste abspringen und die Gegend abriegeln. Die Marines begegneten dieser gefährlichen Mission mit einer gehörigen Portion schwarzen Humors und bezeichneten sich selbst als die Einheit, die im Dunkeln leuchtet. Die NB-36 konnte ohne die Begleitung nicht starten. Wir machten uns natürlich Gedanken über mögliche Unfälle, bei denen der Reaktor irgendwo abstürzen würde. Deshalb flogen wir nie los, bis alle anderen Flugzeuge auch bereit waren. Hatte auch nur eine Hilfsmaschine ein technisches Problem, blieben alle am Boden. Die Begleitflugzeuge waren nur ein Teil der Operation. Die Ladungs- und Entladungsprozedur war ebenfalls ein komplexer Vorgang. Die Ingenieure waren gezwungen gewesen, sich eine Reihe fantasievoller Lösungen einfallen zu lassen, da es für diese Aufgabe kein Vorbild gab. Wir hatten immer einen Sherman-Panzer, der vorne mit einer Blende versiegelt, verbleit und sozusagen reaktorsicher gemacht worden war. Er sollte bei einem Absturz den Reaktor bergen. Nicht die Crew, nur den Reaktor. Die Crew war auf sich allein gestellt. Wir hatten natürlich auch Feuerwehrwagen und Hubschrauber. Das war jedes Mal ein ganz schöner Aufwand, die alle zusammenzukriegen, nur um starten zu können. Mit einem Bruttogewicht von gut 162 Tonnen benötigte die NB-36 eine angemessene Startbahn. In der Luft warteten bereits die B-50 und die C-119 mit ihrer im Dunkeln leuchtenden Einheit. Zusammen mit der NB-36 ging es Richtung Westen. Um einen heißen Flug durchzuführen, musste alles stimmen, auch das Wetter. Der Himmel musste ganz klar sein, von hier bis Neumexiko und wieder zurück. Wir hatten Probleme, weil der US-Wetterdienst, der Air Force-Wetterdienst, unser eigener Wetterdienst und auch das Fernsehen niemals dasselbe vorhersagten.
In den 50er Jahren waren die Wettervorhersagen noch nicht so zuverlässig wie heute. Schnell wechselnde Wetterfronten überraschten Flugmannschaften immer wieder. Für den Convair-Piloten Fred Patty machte ein solcher Wetterumschwung einen der NB-36-Flüge zu dem schlimmsten Erlebnis seiner Laufbahn als Testpilot. Es passierte auf einem Testflug nach Neumexiko. Wir waren gestartet und hatten gerade mit der Arbeit am Reaktor begonnen, als eine panische Funkmeldung aus Fort Worth kam. Wir sollten sofort umkehren. Bevor sie wieder zurückflogen, musste der Reaktor abgeschaltet werden. Die Nuklearingenieure fuhren die drei Steuerungsstäbe wieder in den Reaktorkern ein und die Temperatur begann zu sinken. Der Grund für den Flugabbruch war eine sich schnell bewegende Kaltwetterfront, die über das flache Land nach Texas zog. Patty und der Pilot beeilten sich, um noch vor der Wetterfront zurückzukehren. Während die schwerfällige NB-36 Richtung Heimat flog, ging ein texanisches Gewitter über Fort Worth nieder. Das atomare Testflugzeug und das Gewitter trafen zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt zusammen. Das Flugzeug war immer noch ziemlich schwer, denn es hatte nicht so viel Treibstoff verbraucht wie erwartet. Wir setzten gerade zum Landeanflug an, als wir plötzlich eine Winddrehung bemerkten, die einer vorbeiziehenden Wetterfront häufig vorausgeht. Die Winddrehung betrug an Nase und Rumpfende jeweils ungefähr 20 Knoten und das Flugzeug sank ab wie ein Stein. Der Pilot ging mit allen 10 Motoren sofort auf vollen Schub. Schwer beladen mit Treibstoff kämpfte die massive NB-36, um wieder an Höhe zu gewinnen. Es dauert ein paar Sekunden, die Geschwindigkeit bei so einem Koloss zu erhöhen. Uns kam es wie Jahre vor. Die Maschine sank so weit ab, dass wir unterhalb des Levels der Landebahn waren. Diese Landebahn führte auf einen See zu und war auf einem etwa 6 Meter hohen Damm gebaut worden. Es schien, als ob das Heck des Flugzeuges gegen den Damm prallen würde. Ohne Schleudersitze hatte die Mannschaft keine Wahl. Sie musste die Landung durchstehen. Ich weiß noch, wie ich da saß und mir vorstellte, wie sich das dick mit Blei ummantelte Cockpit von der Maschine löst und wir wie eine Bowlingkugel die Landebahn entlang rollen. Zum Glück beschleunigte das Flugzeug doch noch genug, sodass wir wieder hochkamen und über der Landebahn waren. Aber dann hatten wir auf einmal zu viel Geschwindigkeit, sodass wir die Motoren einfach abstellten und so auf die Landebahn sackten. Das war wohl die schwerste Landung, die Convair-Landebahn je gesehen hatte. Als das Flugzeug zum Stillstand kam, waren alle froh, festen Boden unter den Füßen zu haben. 1956 war die Testeinrichtung auf dem Convair-Fluggelände verbessert worden. Sie bestand nun aus einem großen Wasserbecken und einem mobilen Wetterschutz. Mittlerweile konnten alle möglichen Materialsorten gleichzeitig verschiedenen Strahlenbelastungen bei unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt werden. O-Ring-Dichtungen, Isolationskomponenten, Hydraulikflüssigkeiten und andere Flugzeugkomponenten wurden auf großen Platten befestigt und dann in Aluminiumboxen verstaut. Wenn die Boxen beladen waren, wurden sie mit Hilfe eines Krans bewegt, auf einziehbaren Pfeilern platziert und in das Wasser hinabgelassen. Nachdem alle Mitarbeiter das Areal verlassen hatten, wurde der Reaktor aktiviert und auf das gewünschte Energielevel hochgefahren. Diese Aufnahme zeigt den Reaktor bei Erreichen der vollen Leistung. Er wurde von einer ferngesteuerten Kamera aufgenommen und das Glühen der Kernbrennstäbe war dabei die einzige Lichtquelle. Nach dem Testlauf wurden die Boxen aus dem Becken gehoben. Weil sie immer noch radioaktive Strahlung abgaben, wurden sie noch vor der Öffnung zu einer Strahlenschutzzelle gebracht. Dort befand sich eine massive Bleiwand mit einem kleinen Fenster, damit der Techniker die Boxen mit einem Spezialwerkzeug öffnen und die Platten mit den Proben umladen konnte. Mithilfe eines umgebauten Gabelstaplers wurden die verstrahlten Platten in das Labor transportiert. Dort lagerten sie in heißen Speicherzellen, bis die Tests sicher durchgeführt werden konnten.
Der Umgang mit dem radioaktiven Material forderte immer aufwendigere Maßnahmen. Abgeschirmte Gabelstapler, ferngesteuerte Kräne, Wasserbecken mit massiven Betondecken, das alles gehörte zu einer komplizierten und teuren Infrastruktur. Convair suchte nach Wegen, die Abläufe zu vereinfachen. Sie probierten einige innovative Ansätze aus. Ferngesteuerte Greifarme wurden als unverletzbare Hände der Techniker eingesetzt, die sich sicher hinter einer Schutzwand befanden. Solche Innovationen halfen nicht immer, das Atomflugzeugprogramm zu rationalisieren, aber sie ebneten den Weg für Maschinen, die später in allen möglichen Bereichen der Industrie angewendet wurden. '56 setzte die NB-36 ihre Serie von heißen Flügen über der Wüste von Neumexiko fort. Jeder Flug dauerte ungefähr 8 Stunden. Danach wurde die Mannschaft gründlich auf eventuelle Anzeichen von radioaktiver Belastung untersucht. Außerdem wurde ein Rotationsverfahren eingeführt, um zu vermeiden, dass jedes Mal dieselben Leute eingesetzt wurden. Die NB-36 hielt die Strahlung erfolgreich ab und schützte die Mannschaft. Aber der 1-Megawatt-Reaktor, den sie an Bord hatte, war zu klein, um einen Bomber anzutreiben. Mittlerweile hatte die Navy atombetriebene U-Boote im Einsatz. Es zeigte sich, dass es viel leichter war, einen Reaktor durchs Wasser zu tragen, als ihn in die Luft zu heben. Laut wissenschaftlicher Studien musste ein atomarer Antrieb für ein Flugzeug 20 Mal kleiner sein und bei einer 5-mal höheren Temperatur arbeiten als der Testreaktor. Langsam wurde klar, dass bei einem Reaktorunfall das Wasser helfen würde, den Schaden in Grenzen zu halten. Bei einem Unfall mit einem atombetriebenen Flugzeug waren die Auswirkungen dagegen überhaupt nicht abzusehen. Diese Tatsachen führten 1957 dazu, dass führende Mitarbeiter Zweifel an dem Projekt entwickelten. Zu ihnen gehörte auch Dick Adams. Einige von uns, die von Anfang an dabei waren, kamen zu der Überzeugung, dass das Nuclear Aircraft Programm erledigt war. Aber niemand wusste es genau. But no one knew it. Auch im amerikanischen Kongress wurden kritische Stimmen laut. Das NEPA-Programm hatte mittlerweile Milliarden gekostet und das Atomflugzeug war noch lange nicht in Sicht. Aber trotz großer Streichungen im Budget bekam das Projekt noch einmal einen unerwarteten Schub. Im Oktober 1957 brachte die Sowjetunion den ersten künstlichen Satelliten in die Umlaufbahn. Eine erschütternde Niederlage für die Vereinigten Staaten. Eine Nation, die sich immer für die Nummer 1 gehalten hatte, fing nun an, die technischen Fähigkeiten ihres Feindes zwanghaft zu überbieten. Die Sowjets hatten die erste Etappe des Weltraumrennens gewonnen und viele politische Führer bangten, was als nächstes kommen würde. Schnell machte das Gerücht die Runde, dass die Russen auch ein atombetriebenes Flugzeug entwickelten. Man glaubte, dass es sich dabei um eine Variante der Tu-95 handelte. Das angebliche sowjetische Projekt löste eine Welle alarmierter Erklärungen aus. Senator Richard B. Russell aus Georgia trug mit einer Fernsehansprache noch zu der Hysterie bei. Er sagte, dass ein russisches Atomflugzeug eine immense Bedrohung für den Weltfrieden darstellen würde und ein weiterer Tiefschlag für das Prestige und die Sicherheit der Nation wäre. Über Nacht war Amerikas Atomflugzeugprogramm wieder gefragt. Im November 1957 stellte die Air Force Mittel für ein Waffensystem unter der Bezeichnung 125A zur Verfügung. Das Ziel bestand darin, bis 1964 eine Staffel atombetriebener Bomber aufzustellen. Das Programm hatte einige bemerkenswerte Fürsprecher, unter ihnen den berühmten Flugzeugdesigner Curly Johnson. In einem Bericht von 1957 sagte Johnson, dass die Entwicklung einer Antriebsmaschine mit endloser Reichweite von höchster Wichtigkeit sei. Das Modell erhielt den Namen Camel. Das stand für Continuous Airborne Missile Launching and Low-Level Weapon System. Die Camel war so konzipiert, dass sie monatelang ohne Zwischenlandung außerhalb des sowjetischen Abwehrradars entlangfliegen konnte.
Bei Ausbruch eines Krieges sollte sie am Radar vorbei in den sowjetischen Luftraum eindringen und einen Angriff ausführen. Sofort machten sich die Convair-Designer an die Arbeit, um ein atombetriebenes Pfeilflügelflugzeug zu entwickeln. 1958 schlugen die Ingenieure vor, in ihren neuen B-58 Hustler ebenfalls einen Atomantrieb einzubauen. Mittlerweile hatte die Nukleareinrichtung auf dem Convair-Gelände ihren größten Umfang erreicht. Das Becken war in zwei Sektionen unterteilt worden: einem Nassbereich für den Reaktor und einem Trockenbereich für die Materialien, die der Strahlung ausgesetzt wurden. Es gab ein spezielles Pendelsystem für den Transport zwischen Becken und Labor. Pendelwagen fuhren die Kammern auf einem 120 Meter langen Schienenweg hin und her. Jeder der drei Wagen hatte eine Ladekapazität von fast einer Tonne. Die Kammern ließen sich so vergrößern, dass ganze Systeme wie Klimaanlagen, Hydraulikkontrollen oder Strahltriebwerke darin Platz fanden. Mit der neuen Einrichtung konnten die Ingenieure die Strahlungseffekte auf 95% aller Flugzeugsysteme eingehend studieren. Auf den ersten Blick sieht man der kleinen Stadt Arco in Idaho nicht an, dass sie ihren Anteil an einer der großen technischen Leistungen des 20. Jahrhunderts hatte. Sie befindet sich 1600 Meter über dem Meeresspiegel in der relativ unbewohnten Gegend von Süd-Idaho. Und doch war sie in den 50er Jahren die erste Stadt, die mit Atomenergie beleuchtet wurde. Arco liegt nur 29 Kilometer nordwestlich von dem Reaktortestgelände Idaho Falls. 1958 standen in Idaho Falls wichtige Versuche auf dem Programm, die veranschaulichen sollten, was passiert, wenn ein atombetriebenes Flugzeug abstürzt. Dafür wurde an einem Punkt Strahlung freigesetzt und die radioaktive Belastung in einem fächerförmigen Gebiet von 8 Kilometer Länge in Windrichtung gemessen. Die Strahlung wurde bei zwei unterschiedlichen Wetterlagen freigesetzt. Ein Test wurde bei stabiler Wetterlage durchgeführt, um eine möglichst hohe Strahlungskonzentration in einem eng eingegrenzten Gebiet zu erhalten. Der andere Test während einer instabilen Wetterlage, bei der sich die Strahlung über einem größeren Gebiet verteilte und ausdünnte. Als Sensoren wurden Luftfilter und Fallout-Trays mit gummiertem Papier eingesetzt, um radioaktive Partikel einzusammeln. Vor jedem Test wurde eine Rauchwolke ausgesandt, um das Ausbreitungsmuster des radioaktiven Materials vorwegzunehmen. Die Rauchmuster wurden fotografiert und verzogen sich wieder. Danach wurden die Sammeltrays fernbedient ausgelöst und der Test war beendet. Radioaktive Metallschmelzen wurden verwendet, um das langsame Durchbrennen der Spaltprodukte zu simulieren. Das entsprach dem Typ von Kontaminierung, mit dem bei einem Absturz zu rechnen war. Die in Idaho Falls freigesetzte Strahlung war jedoch relativ gering. Um eine realistischere Absturzsimulation zu erreichen, benutzten die Projektingenieure das Dugway-Versuchsgelände der Armee südwestlich von Salt Lake City. Hier wurde die radioaktive Strahlung über einem fächerförmigen Gebiet von über 30 Kilometern verteilt. Zwischen August und Oktober 1959 wurden 215 Curie Strahlung freigesetzt. Das war mehr als 14 Mal so viel wie bei dem Reaktorunfall im Atomkraftwerk von Three Mile Island. Die Tests in Idaho und Utah warfen vielleicht ein wenig Licht auf die Art der Verstrahlung, mit der bei einem Absturz zu rechnen war. Das eigentliche Problem der Atomflugzeuge blieb dennoch ungelöst. Die schädlichen Auswirkungen der Strahlung konnten zwar vorausgesagt, aber nicht verhindert werden. Wir sahen keine Chancen, dass die Nukleartechnologie sich schnell weiterentwickeln würde. Kontaminierung und Abschirmung sind die entscheidenden Fragen. Und bisher hat niemand die Materialien gefunden, die darauf eine Antwort sein könnten. Selbst heute, fast 50 Jahre später, ist das immer noch das Hauptproblem von atombetriebenen Maschinen. Als Kennedy 1960 an die Macht kam, wurden alle militärischen Projekte einer genauen Prüfung unterzogen. Kennedy trug seinem Verteidigungsminister Robert McNamara auf, einen nüchternen Blick auf die Projekte zu werfen und sie gegebenenfalls zu verbessern.
Als ehemaliger Präsident der Ford Motorenwerke brachte McNamara die typischen Eigenschaften eines Geschäftsmannes mit ins Pentagon. Sein Auftrag lautete, die Verteidigungsausgaben zu senken. Ein 15 Jahre altes Atomflugzeugprogramm, das bisher etliche Milliarden gekostet und immer noch kein fertiges Flugzeug geliefert hatte, bot sich dafür geradezu an. Im Frühjahr 1961 wurde das Programm eingestellt. Bei McNamaras Entscheidung ging es nicht allein um Geld. Es waren auch neue Technologien entstanden, die die Notwendigkeit eines atombetriebenen Flugzeugs in Frage stellten. Die Atlas Missile der Air Force hatte mit ihrer Reichweite von fast 15.000 Kilometern die Spielregeln des Kalten Krieges geändert. Aus den Bomberpiloten der 50er Jahre wurden die Raketen-Silo-Hocker der 60er Jahre. Und es gab noch eine Rechtfertigung für ein nukleares Antriebskonzept. Das Atomflugzeugprogramm war aus dem Wunsch entstanden, die Reichweite der Air Force-Bomber immer weiter zu erhöhen. Als die Idee in den 40er Jahren aufkam, war die Luftauftankung noch eine prekäre Aufgabe. In den späten 50er Jahren gehörte sie bereits zum Standard der Air Force-Operation. Heute ist das Luftauftanken der Schlüssel zu längeren Missionen. B-2-Piloten, die Marathonflüge von 32 Stunden trainieren, tanken mehrere Male in der Luft auf. Die Langstreckenflüge sollen einen Kriegseinsatz simulieren, der um den halben Globus führt. Schon wenn Air Force-Piloten länger als einen Tag fliegen, fühlen sie sich müde und steif. Die Idee, mehrere Wochen in der Luft zu bleiben, würde bei Flugmannschaften kaum Gefallen finden. Mit der NB-36 kamen die Amerikaner dem Fliegen mit Atomkraft am nächsten. Sie hob 47 Mal ab, bevor sie 1957 Startverbot erhielt. Bald darauf wurde die Maschine verschrottet und Amerikas Begeisterung für Atomflugzeuge gehörte der Vergangenheit an. Die Nuklearantriebsforschung kam jedoch nicht zum Stillstand. Seit langem sind NASA-Ingenieure von der Idee fasziniert, das Atom zum Antrieb von Raumschiffen einzusetzen. So wurde für die erfolgreichen Raumsonden Voyager und Galileo Plutonium als Treibstoff verwendet. Mitte der 90er Jahre setzte die NASA ein weiteres Raumfahrzeug ein, Cassini. Wie Voyager und Galileo wurde auch Cassini von thermoelektrischen Isotopenbatterien angetrieben. Diese Generatoren verwenden zwei Thermopaare, die aus unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Drähten bestehen und setzt sie der Hitze aus, die bei dem Zerfall von Plutonium entsteht. Dadurch fließt elektrischer Strom, der sich proportional zu dem Temperaturanstieg verhält. Damit das Plutonium nicht auseinanderbricht, befindet es sich in einem Keramikbehälter. Die Verkleidung des Behälters besteht aus Iridium, das sogar Temperaturen über 2200 Grad Celsius standhält. Eine abschließende Graphithülle soll zusätzlich extreme Hitze und Erschütterungen abhalten. Trotz der Vorsichtsmaßnahmen findet die Idee, Plutonium mit Raketen in den Weltraum zu schießen, auf der Erde nicht überall Beifall. Kritiker geben zu bedenken, dass Plutonium der giftigste Stoff ist, den die Menschheit kennt. Wie die Galileo-Sonde, die durch einen gerichtlichen Beschluss aufgehalten wurde, ist auch Cassini vor ihrem Start öffentlichen Protesten ausgesetzt gewesen. Demonstranten formierten sich vor dem Weißen Haus, um ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Die NASA argumentierte, dass das Plutonium in der Cassini-Sonde wesentlich schwächer sei als das für Waffen verwendete Material. Ende 1997 wurde Cassini erfolgreich gestartet. Aber den Widerstand, den sie hervorrief, unterstreicht erneut die Problematik von Atomantrieben. In 150 Jahren wird vielleicht jemand entdecken, wie man Protonen und Neutronen frei herumfliegen lassen kann, ohne dass etwas passiert. Denn physikalische Gesetze kann man nicht so einfach aufheben. Luftfahrtpioniere haben den Traum nie aufgegeben, ein Flugzeug zu bauen, das monatelang in der Luft bleiben kann. Das Atom haben sie längst aufgegeben und einige Ingenieure wenden sich nun einer altbekannten Energiequelle zu, der Sonne. Die Sonne war es auch, die 1997 eine Gruppe von NASA-Ingenieuren auf die hawaiianische Insel Kauai führte.
Ihr Ziel war es, ein solarbetriebenes Flugzeug mit über 30 Meter Spannweite in die Luft zu bringen. Die unbemannte Pathfinder gehört zu dem großen ERAST-Programm der NASA. Trotz der beachtlichen Größe der Pathfinder ist es doch nur ein Prototyp im Maßstab 1 zu 2. Die nächste Generation der unbemannten Luftfahrzeuge wird ein solarbetriebener Gigant namens Centurion sein. Die Flügel der Centurion werden über 60 Meter lang und mit einem Netzwerk von Solarzellen und elektronischen Treibstoffzellen ausgerüstet sein. Die Ziele des ERAS-Programms lassen sich mit den Schlagworten langsamer, höher, weiter zusammenfassen. Für Luftfahrtenthusiasten vielleicht ein etwas ungewöhnliches Credo. Mit langsamer ist gemeint, dass die Centurion in der Lage sein wird, einen kontrollierten Flug mit weniger als 25 Kilometer pro Stunde zu absolvieren. Höher bedeutet bis zu 30.000 Meter über der Erde. Und länger soll heißen, dass sie bis zu mehreren Monaten unterwegs sein kann. Die Pathfinder wurde im Sommer 1997 auf die Insel Kauai gebracht, die aufgrund der besonders langen Sonnenscheindauer ausgewählt worden war. Der erste Flug fand im Juli 1997 statt und es dauerte nicht lange, bis aus dem solarbetriebenen Riesen ein Rekordbrecher wurde. Mit einer Höhe von 21.000 Metern flog sie so hoch wie kein anderer Solarflieger zuvor. Noch erstaunlicher war, dass sie diese Höhe mit einer Energie erreichte, die der von 5 Haartrocknern entsprach. Obwohl die Pathfinder unbemannt ist, gehen alle Wissenschaftler und Ingenieure mit auf die Reise. Denn an einem der Flügel ist eine Videokamera befestigt, die Bilder zur Bodenstation sendet. Eine der Mitarbeiterinnen ist die Projektmanagerin Jenny Beer Reinhardt. Trotz der Erfolge der Pathfinder-Flugtests weist sie darauf hin, dass es bei dem ERAS-Programm nicht darum geht, Rekorde zu brechen. Das ERAS-Programm beschäftigt sich mit einer Reihe verschiedener Technologien. Einerseits der Verwendung von Solartechnik und Energiespeichersystemen für Langzeitflüge. Andererseits untersuchen wir auch Höhenflugzeuge, die Verbrennungsmotoren verwenden, wie man sie gewöhnlich in Leichtflugzeugen findet. Jeder Typ hat besondere Eigenschaften, die es erlauben, mehr Nutzlast zu tragen als die leichtgewichtigen Solarflieger. Wir forschen nach einem universellen Grundmodell, das für verschiedene Einsatzzwecke abgewandelt werden kann. Eines der Hauptziele ist die Beobachtung der Erde. Um den Einfluss des Menschen auf die Umwelt zu studieren, sind Wissenschaftler unter anderem auf die sehr teure Satellitenfotografie angewiesen. Dabei werden oft zu wenig Bilder in zu großen Abständen aufgenommen, um die Veränderungen akkurat zu registrieren. Das trifft besonders auf Küstengebiete zu, wo der endlose Kampf zwischen Land und Wasser für ein ständig wechselndes Bild sorgt. Die Beobachtung von stark veränderlichen Ökosystemen erfordert ein Flugzeug, das kostengünstig, flexibel und für lange Flugzeiten ausgestattet ist. Ein weiteres Aufgabengebiet für langfliegende Solarflugzeuge ist die Überwachung von Erntegebieten und anderen Vegetationsbeständen. An Bord der solarbetriebenen Flugzeuge befinden sich Kameras, die Infrarotaufnahmen machen. Durch die Untersuchung der verschiedenen Wellenlängen, die Pflanzen im Laufe eines Tages abstrahlen, können Wissenschaftler Aussagen über deren Zustand machen. Diese Informationen können dazu dienen, Krankheiten zu erkennen, bevor sie sich weiter ausbreiten. Außerdem gibt die Spektralanalyse Auskunft über den Bewässerungs- und Düngungsbedarf. In einem großen Flugzeug wie der Pathfinder lassen sich eine Vielzahl von Sensoren unterbringen. Die Erforschung der Umwelt und der Agrarkultur ist erst der Anfang. Man will die Solarflugzeuge natürlich auch für Aufgaben wie die Hurricane-Forschung verwenden. Unwetter könnten rechtzeitig entdeckt und die betroffene Bevölkerung an den Küsten früher gewarnt werden. Außerdem kann man mit ihnen Dritte Weltländer beobachten und in Katastrophengebieten den Mobilfunkverkehr aufrechterhalten. Man kann sehr schnell auf Katastrophen reagieren, denn man befindet sich kontinuierlich in der Luft und kann so den Opfern helfen.
Eines Tages wird ein Flugzeug wie die Pathfinder tropische Stürme im Auge behalten, das Mobiltelefonnetz unterstützen und der Landwirtschaft zur Seite stehen. Aber zuerst werden die Luftfahrtingenieure sich bemühen, ein Flugzeug zu bauen, das so lange in der Luft bleiben kann, wie sie wollen. Das ist ein Traum, der bis zu den Anfängen des Atomzeitalters zurückreicht. Eine technische Herausforderung voller schwieriger Fragen. Die Antworten darauf liegen bisher allerdings noch hinter dem Horizont.